Herzlich willkommen zu Historische Ereignisse am heutigen Tag in einer Minute erklärt. Heute betrachten wir den 4. Oktober und zwar des Jahres 1582. An diesem Tag fand ein entscheidender Wandel statt. Papst Gregor der 13. führte den gregorianischen Kalender ein, der die Zeitmessung in den meisten katholischen Ländern revolutionierte. Wusstet ihr, dass der 4. Oktober 1582 der letzte Tag des julianischen Kalenders war? Am darauffolgenden Tag wurde es direkt der 15. Oktober. Und hättet ihr gedacht, dass der Kalender, nachdem wir unser Leben planen, nach einem Papst benannt wurde? Papst Gregor. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare und ich freue mich natürlich auch über jedes Like und jeden Kommentar. Und wenn ihr noch nicht habt, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit wir morgen ein weiteres spannendes historisches Ereignis zusammen betrachten können. Ich wünsche euch eine tolle Zeit.